Nachdem ich mich nochmal vergewissert habe, wie meine Zielgruppe mittlerweile hier auf YouTube ist, freue ich mich auf den, ich würde schon sagen, erwachsensten Action-Haul ever. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin in meiner Haushalts-Era angekommen. Ich sehe mich die Brotbox für Kimberly Clark vorbereiten. Ich sehe mich das Haus bei Laune zu haben. Sauber zu halten, nicht bei Laune. Und ich war gerade bei Action und eigentlich wollte ich nur einen Primer holen, der gerade durch die Decke geht, aber es ist deutlich mehr geworden von den Produkten. Ja, da weiß ich nicht, was mich da geritten hat, aber ich dachte mir, ich zeig's euch einfach. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Wirklich sehr, sehr haushaltslastig, aber nach meiner Aktion mit der Fleckenbürste habe ich viele positive Nachrichten dazu bekommen und das hat mich inspiriert, noch mal ein bisschen genauer zu schauen. Und ich bin auch diesmal, ja, die ersten 10 Minuten war ich entspannt im Action. Ich habe gesagt, ich nehme mir heute einfach mal Zeit und dann musste ich auf die Toilette und dann musste ich ganz schnell werden, weil ich nicht mehr konnte. Ja, okay, Freunde, wir starten mit dem Primer. Ach so. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Eigentlich dreht sich hier wirklich alles um Beauty, aber ich werde älter, meine Community ist erwachsen, wir haben alle einen Haushalt sauber zu halten. Deswegen gibt es hier auch jetzt mal ein bisschen Putzmittel. Wir starten mit dem Primer. Das ist der Miracle Blur Primer. Das soll eine günstige Alternative zu einer günstigen Alternative, die eine günstige Alternative ist. Das ist ein bisschen verwirrend. Es gab mal vor. Das ist bestimmt schon 5 Jahre her von Tatcha, den Silk Canvas Primer. Und der war ja, jeder Beauty-Guru hatte ihn. Ich habe ihn mir damals für 90 € bei Amazon gekauft. Vielleicht gibt es das Video sogar noch, dann verlinke ich es euch einmal hier oben. Und fand ihn nicht so gut, also nicht 90 € gut. Und dann kam irgendwann nach und nach andere Marken raus und haben ihn auch als günstige Alternative rausgebracht. Und jetzt auch Max & More. Wobei ich sagen muss, dass mir der sogar besser gefällt als der von e.l.f. beispielsweise. Weil der ein bisschen cremiger ist und nicht ganz so austrocknend auf der Haut ist. Ich muss ihn mir aber die Tage nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe mal so ein bisschen probiert und geschaut, was man damit machen kann. Gebe ich euch dann natürlich zeitnah ein Update. Und wir bleiben auch noch kurz bei Make-up. Denn ich habe noch zwei weitere Primer mitgenommen, die mich so ein bisschen an die von Catrice erinnern. Ich habe hier einmal den Face Primer Illuminating mit Vitamin C, der soll so einen leichten Glow auf die Haut geben, und einen Hydrating Primer mit Hyaluronsäure. Habe ich beide noch nicht ausprobiert, vielleicht habt ihr ein Feedback ja schon zu den Produkten, dann lasst es mich gerne einmal unten in den Kommentaren wissen, aber ich mag die Farbwelt hier gerade. Schreibt mir gerne dazu ein Feedback mal rein. Ich mache dazu vielleicht ein Reel oder ein Short hier, dass ihr das auch bei YouTube seht. Fand ich aber ganz süß. Max & More Make-up wirklich, ne? Also hat im letzten Jahr und auch Anfang diesen Jahres wirklich so viele phänomenal gute Produkte rausgebracht, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist eine Sache, da kann man mal genauer hinschauen. Deswegen habe ich auch noch eine Lidschattenpalette mitgenommen. Ich hatte ja diese großen Paletten und die haben mir immer ganz gut gefallen. Ich fand diese kleine Viererpalette irgendwie süß. Die Preise sind natürlich unschlagbar, ne? Da kannst du nichts erwarten. Die Preise werden durch die Menge gemacht. Wir probieren die Sachen aus. Vielleicht machen wir auch noch mal so ein extra Max und More Video. Okay, Freunde, seid ihr bereit für Putzmittel? Ich weiß nicht, warum mich Putzmittel mittlerweile so glücklich machen. Ich muss dazu sagen, es gibt Tage, da liebe ich Putzen. Und manchmal gibt es Tage, da hasse ich es. Wenn ich Zeit habe, dann macht mir das auch richtig, richtig Spaß. Manchmal aber auch nicht. Wir haben noch ein bisschen Pflege, kommen wir aber gleich zu. Ihr Süßen, bevor wir weitermachen, eine ganz, ganz kurze Unterbrechung für eventuell das beste Ostergeschenk, was ihr dieses Jahr entweder euch selbst oder jemand anderem schenken könnt. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von den Magic Finish Produkten und vor allen Dingen bin ich ein großer Fan von den Limited Editions. Ich muss ja dazu sagen, ich sammle die so ein bisschen und Asam hat eine ganz, ganz tolle limitierte Edition rausgebracht und mit meinem Rabattcode könnt ihr da natürlich drauf sparen. Können wir bitte einmal kurz hier rüber reden? Schaut euch bitte dieses unglaublich schöne Packaging des Magic Finish Mousse Classic an. So schöne Blüten. Das sieht einfach super, super süß aus. Aber das gibt es nur in einem bzw. in zwei Sets, die ich euch kurz zeigen möchte. Es gibt nämlich einmal das Dreier- und einmal das Vierer-Set. Beide sind zusammengerechnet schon 37% günstiger. Aber mein Code gilt da on top. Also ziemlich viel günstiger. Macht der Profi. Und es gibt dieses Sponge-Trio mit drei verschiedenen Schwämmen und verschiedenen Oberflächen. Etwas kleinere, ein bisschen abgerundeter, ein bisschen spitzer, zulaufender. Auch angepasst an dieses Design. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid Ostern vielleicht irgendwo eingeladen. Bereitet so ein kleines Körbchen vor in den Farben. Vielleicht ein paar schöne Blumen. Und dann stellt man einfach dieses Magic Finish. Das Sponge-Trio und im Dreier-Set ist auch noch die XXL Volume Mascara mit dabei. Selbstverständlich auch in dem Flyrohr-Design. Oder ihr sagt, okay,
Maxim sagt immer, das ist eines der besten Setting Sprays, was es gibt. Das Magic Finish Setting Spray. Das gibt es im Vierer-Set mit dazu. Und ich dachte mir, ey, das ist so, so süß. Falls ihr das Magic Finish aus irgendwelchen Gründen noch nicht kennen solltet, ich zeige euch einmal ganz kurz den Effekt. Der ist nämlich ganz spannend. Ich habe es früher falsch benutzt. Ich habe einfach immer viel zu viel benutzt. Bin einfach mit einem abgeflachten Pinsel reingegangen, ganz vorsichtig, ganz bisschen und habe so in kreisenden Bewegungen das Produkt aufgetragen. Und ihr seht im direkten Vergleich, wie subtil, aber wie effektiv das Produkt ist. Das ist ein mattes Finish, aber nicht so ein trockenes Finish. Die Haut sieht gleichmäßiger aus, sie sieht perfektionierter aus. Und das Schöne, und das, es gibt kein Produkt, was das kann. Wenn ihr es nicht fixiert, ihr müsst es nicht mit einem Puder fixieren, könnt ihr im Laufe des Tages einfach wieder mit dem Pinsel reingehen und dann nochmal so ein bisschen alles verblenden, ein bisschen refreshen und alles wieder ein bisschen ordentlicher machen. Und das sieht einfach so natürlich aus. Und ich kriege immer wieder die Kommentare darunter, ist es auch für reifere Haut. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Magic Finish Produkte schon mit dem Anspruch produziert wurden damals, dass sie auch für reifere Haut funktionieren. Meine Oma ist ein großer, großer Fan davon. Sie benutzt immer die Porcelain-Version und meine Mutter die Summertime-Version. Und ich bin je nach Jahreszeit genau dazwischen. Auch die XXL Volume Mascara. Ich trage jetzt eine Schicht. Ich meine, schaut euch das bitte einmal an. Die Produkte sind made in Germany, Asam Beauty, das kennt ihr mittlerweile. Und ich dachte mir, das ist so kurz vor Ostern nochmal eine schöne Sache, um entweder sich selbst was zu schenken oder jemand anderem. Das Set, der Code gilt natürlich aber auch sonst auf fast alle anderen Produkte von Asam. Ich habe mittlerweile sehr, sehr viele Videos hier auf YouTube. Klickt euch gerne mal in der Suchleiste auf meinem Kanal durch. Da findet ihr dann auch ein paar weitere Inspirationen. Die Lippenstifte kann ich euch sehr empfehlen. Eigentlich jede Mascara und vor allen Dingen auch das Fixing Spray. Also schaut da gerne einmal vorbei. Es lohnt sich gerade wirklich für 37% und nochmal 15%. Freunde, eure Chance, ein Backup zu holen. Ich starte erstmal mit einem Produkt, was ich zufällig gesehen habe, weil das, es stand schon sinnvoll, aber es war nicht da, wo ich sowas hätte vermutet. Das ist Bin Bright, die dafür sorgen, dass Mülleimer besser riechen. Wir haben Katzen, die essen Katzenfutter und diese, die nass Futtertüten, die riechen natürlich immer so ein bisschen. Ach so, was ist das denn? Das ist ein Puder. Ich dachte, das ist ein Tuch. Ich dachte, das sind so Tücher, die man reinlegt, aber das ist ein Puder, was Feuchtigkeit aufsaugen soll und Gerüche eliminieren soll. Ich habe mich jetzt hier für Berry Blast entschieden. Es riecht ein bisschen beerig. Auch gar nicht so schlecht. Es riecht nach Putzmittel, ne? Aber das riecht ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Es gab auch noch Limette, glaube ich, und Aqua Fresh oder so. Bei Limette im Mülleimer bin ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen vorsichtig. Deswegen, es gibt ja auch so Müllbeutel, die schon so ein bisschen riechen. Aber so ein säuerlicher Geruch mit verderbendem Hausmüll ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so meins. Wir gucken mal, was Berry Bright hier, Bin Bright kann. Habe ich noch nie benutzt, sowas. Probieren wir mal aus. Und dann habe ich bei Frühlingsrolina, bei Alina im Video gesehen, dass sie diese Dinger hier mitgenommen hat. Deswegen musste ich die auch mitnehmen. Das sind antibakterielle Badezimmer-Cleaning-Pads, die das Badezimmer zum Glänzen bringen. Auf der einen Seite habt ihr eine etwas gröbere Textur, auf der anderen Seite eine etwas weichere Mikrofasertextur. Textur, mit der man wahrscheinlich mal ganz gut auch zwischendrin die Armatur ein bisschen sauber machen kann. Wow, ich bin wirklich, sind wir da angekommen? Ja, ne? Also ich habe sehr kalkhaltig, wir haben hier sehr kalkhaltiges Wasser und ich probiere halt immer irgendwie die Armaturen sauber zu kriegen und auf so Chromarmaturen siehst du natürlich alles. Ich glaube, damit kriegt man das mal ganz schnell weg, ohne gleich wieder ein Putzmittel zu benutzen. Deswegen habe ich die einfach mal mitgenommen oder einfach mal auch schnell irgendwo so eine Oberfläche rüberzugehen. Ich bin kein Freund von diesen klassischen Spülschwämmen irgendwie. Ich kann das Material nicht anfassen. Da habe ich aber, glaube ich, so einen kleinen Knicks. Was ich noch mitgenommen habe und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf und ob das, also das ist jetzt keine Empfehlung, ich sage nur, wie ich es mache. Spargo. Mikrofasertücher für die Küche, fürs Bad und für Spiegel und Glas. Erstmal, wie schön sind bitte diese Farben? Gab es auch noch in anderen Farben? Aber ich habe neulich zufällig, wie sowas zufällig passieren kann, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich habe geduscht und hatte kein Handtuch und es lag noch ein sauberer Mikrofaserlappen. Es lag noch ein sauberer Mikrofaser, also so ein großes Mikrofasertuch, über meinem Stuhl. Und dann habe ich das einfach schnell gegriffen, damit ich mich ein bisschen trocken machen kann, damit ich zum Schrank gehen kann und mir ein normales Handtuch nehmen kann. Ich war trocken. Ich war wirklich, wirklich sehr schnell trocken. Und ich dachte mir, das könnte man vielleicht auch auf, also, ne,
nicht so als Turban oder so, sondern ich muss wirklich, meine Haare sind mittlerweile an dem Punkt, sie haben keine Lust mehr und ich tue jetzt alles dafür, dass wir ihnen die letzten Jahre, die sie noch da sind, so schön machen können wie möglich. Und damit ich nicht so mit dem Handtuch rubbeln muss, dachte ich mir, kann ich das einfach vielleicht nur so rauftupfen, um so ein bisschen Feuchtigkeit mit rauszunehmen. Ich probiere das Ganze mal aus. Ich weiß nicht, ob man das für die Haare benutzen sollte, aber selbst für den Körper hat das sehr, 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 sehr gut funktioniert. Dann durfte das hier mit. Das ist ein hygienisches Handspray. Das probieren wir jetzt auch gleich mal live aus, welches die Hände ohne Wasser und Seife reinigen soll. Sieht aus wie ein Deo. Erstmal lesen, ne? Extrem entzündbares Aerosol. Okay, nicht rauchen. Wer raucht denn das? 15 cm Abstand. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Desinfektionsspray, ne? Für unterwegs vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, ist vielleicht mal gar nicht so schlecht, sowas im Auto zu haben. Wenn ihr wüsstet, wie viele Raststätten ich schon besuchen musste, weil ich nicht länger als eine Stunde ohne eine Toilette aushalte, dann ist sowas vielleicht gar nicht so schlecht. Ist ein bisschen enttäuschend, aber wir kommen noch mal ganz kurz so ein bisschen zur Pflege. Ich habe mich hier von Feed Your Hungry Hair eine Haarmaske mitgenommen mit Avocado. Die haben mich so ein bisschen daran erinnert, wie an diese Garnier Hair Food Masken oder so. Sie riecht ein bisschen gut und dann nicht so gut. Aber ich finde, das ist oft das Problem von Haarmasken, dass die immer so ein bisschen nach Ammoniak riechen. Ne? 3-in-1 Conditioner, Rinse-Out Mask oder Leave-In Mask. Also kannst du machen, was du willst damit. Muss ich mal ausprobieren. Ich werde es vorsichtig ausprobieren. Ich habe im Moment eine sehr, sehr gute Haarmaske gefunden von Herbal Essences. Die riecht sehr, 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 sehr gut. Und die Haare haben auch echt lange super schön geglänzt. Deswegen probieren wir das mal aus. Und da fand ich die Verpackung halt einfach nur so schön. Ne? Das ist von Champs de Provence. A Botanical Care. Eine Nourishing and Moisturizing Tag- und Nachtcreme mit natürlichem Hanföl. Was ich sehr, 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 sehr gut finde. Müssen wir kurz drüber reden. Mogelpackungen. Hier ist ein Bild drauf und hier steht auch drauf, die Originalgröße. Wie oft habe ich schon Produkte gekauft, wo die Kartonage so groß war, aber das Produkt dann am Ende hier nur den Bereich gefüllt hat oder so. Das finde ich gut. Es fühlt sich auch sehr, sehr gut an, das Papier sogar. Ne? Es fühlt sich so ein bisschen an wie so Leinpapier. Bin kein großer Freund von diesem Inhaltsstoff, egal in welcher Form, weil ich den Geruch eigentlich nicht so gerne mag. Die fühlt sich sehr reichhaltig an. Sehr reichhaltig. Die riecht jetzt aber erstmal nach nichts. Also das muss ich mal ausprobieren. Vielleicht am Dekolleté oder so oder in den Händen. Aber ist ja erstmal gut, wenn sie nicht ganz so krass parfümiert ist. Das probieren wir mal aus. Ich mag die Verpackung sehr, sehr gerne. Es sieht alles sehr clean und sehr natürlich aus. Ob es dann am Ende so ist, das wissen wir doch nicht. Und dann, Freunde, ich habe ja so eine kleine Obsession mit Hermes, ne? So, und ich liebe diese kleinen Lederwaren. Und wir haben ja jetzt ein neues Esszimmer und ein neues Wohnzimmer und alles. Und ich fand diese Unterleger total schön. Die sehen aus wie Leder, ist aber kein Leder. Ne? Und die haben auch diese Kontrastnaht. Und da kannst du ein Glas hinstellen. Das passt jetzt sehr, sehr gut zu unserem Fußboden. Zu überall, zu meinem Geschirr passt das auch sehr gut. Und ich dachte mir, das kann ich mal mitnehmen. Wie viel sind hier drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mehr als 8 Leute haben wir hier auch nicht. Fand ich wirklich ganz süß. Gab es auch noch in so einem Cognac-Ton. Ich habe mich jetzt aber für schwarz entschieden, weil es einfach zum Geschirr passt. Und Freunde, ich habe gleich noch ein krasses Produkt. Aber das musste ich auch noch mitnehmen. Und zwar ist es ein Air Freshener mit Wasserlilie und WTW. Ich liebe WTW. Wasserlilie. Ja, es riecht schon so ein bisschen nach Klo. Also nach einem sauberen Klo, aber ja, so nach einer Mall-Toilette. Eine Shopping-Mall. So ein bisschen, okay. Aber ich glaube, das ist diese Wasserlilie. Also das ist ein Raumerfrischer, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich sprühe eh nicht so viel mit Raumerfrischer rum. Ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen. Wir gucken mal, was der kann. Aber ich habe noch ein Parfum mitgenommen. Und ich glaube, dass meine Mutter das hat. Action hat sehr viele neue Parfums im Sortiment gehabt. Das ist Vanderbilt, Paris und New York. Gloria Vanderbilt, Eau de Toilette. In dieser Verpackung. Irgendwo kommt mir diese Verpackung bekannt vor. Ich weiß nicht, ob es meine Mutter war. Aber es ist ein sehr flacher Flakon und der riecht ziemlich gut. Sehr pudrig, so ein bisschen nach Kaugummi. Ganz, ganz leicht, als wäre Coco Chanel Nummer 5 da hinten irgendwo lang gerannt. Ein bisschen vanillig, ein bisschen pudrig. Das ist so ein Duft, um ihn vielleicht mit etwas Schwerem zu ergänzen. Es hat auch so ein bisschen was von was Lieblichem. So ein bisschen süß, so ein bisschen Traube. Ein bisschen Birne würde ich fast sagen. Eine pudrige Birne. Coco Chanel Nummer 5
als Person hat in ihrer Handtasche aus Vanilleschoten eine Birne. Ungefähr so. Fand ich ganz süß, um es vielleicht mal so ein bisschen zu refreshen. Ich muss mal meine Mama fragen, ob sie den hat irgendwie. Ich glaube, sie kombiniert den auch immer mit irgendwas. Ah, vielleicht täusche ich mich da aber auch. Es riecht halt nach, ich habe Lebenserfahrung. Na, ist ein Eau de Toilette, wird jetzt nicht Ewigkeiten halten, aber für 4 Euro habe ich es jetzt mal mitgenommen. Und jetzt, Freunde, passt auf. Ich war sprachlos. Also Action, ich würde gerne wissen, wer im Einkauf bei Action sitzt. Du verdienst eine Gehaltserhöhung. Weil manchmal das Sachen sind, wo ich mir denke, niemand hat danach gefragt, aber ich liebe dich dafür, dass du es rausgebracht hast. Fabulosa. Gibt es ganz viele Produkte gerade. Das ist ein Multiflächenreiniger. Ich weiß jetzt noch nicht, wie effektiv der reinigt, aber es ist mir völlig egal. Ich habe mich jetzt für Very Cherry entschieden. Es gab alles. So dieses typische frische Zitrone. Es gab Babypuder. Es gab Einhorn. Und wenn ich an ein Einhorn denke, denke ich an ein Pferd. Ich möchte nicht, dass meine Küche nach einem Pferd riecht. Aber Very Cherry, Very Cherry. Freunde, ich habe gerade mal, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, ich wollte gucken, wie es im Raum ist. Das ist eigentlich, ist das ein Parfum? Das riecht nach Capri-Sonne, das riecht nach, kennt ihr, wenn ihr aus den 90ern kommt oder aus den 80ern, diese Getränke, ne, es schmeckt nach Plastik und Wasser und Zucker. Genauso riecht das. Und ich habe das eben hier gesprüht, bin einmal kurz hochgegangen, bin wieder runtergekommen, habe die Tür hier nach unten geöffnet und es hat oben im Treppenhaus hier nach gerochen. So ein krasser Duft, um vielleicht mal so zwischendrin sauber zu machen, wenn es vielleicht mal nicht mehr so gut riecht oder wenn man einfach mal ein bisschen was auffrischen möchte, fand ich das sehr, 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 sehr spannend. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich weiß gar nicht, warum mich das so glücklich gemacht hat, aber ich muss es sofort mitnehmen. Ich weiß nicht, wie sauber es macht, aber es ist mir auch manchmal egal. Ich habe meine Froschsachen, um sauber zu haben und dann kann ich so punktuell vielleicht mal in der Dusche oder im Waschbecken, ne, da ein bisschen, dann riecht es ganz gut. Habe ich mal mitgenommen. Und eine Empfehlung, die ich euch mitgeben kann, ist das hier. Das ist von Limpro. Das sind diese Parfümkarten, die man in den Schrank oder ins Auto hängt. Im Auto hat es mir nicht so gut gefallen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Karte eine Karte lang in unseren Schuhschrank gelegt. Auf den Boden. Jedes Mal, wenn ich den Schuhschrank öffne, kommt so ein ganz zarter Duft raus. Nicht nach Schuhen, sondern ganz zart nach, oh, das riecht aber gut. Und manchmal sogar, wenn ich die Tür ins Haus öffne, und so ein bisschen Wind unter diesen Schuhschrank entlang wirbelt. Und dann kommt manchmal so ein ganz kleines Näschen von diesem Duft raus. Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier nochmal Holz und Blumen, Woody in Floral, mitgenommen. Fand ich eigentlich ganz süß und dachte mir, das darf mit. Das hänge ich gleich in den nächsten Schuhschrank. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu meinen kleinen Putzeinheiten hier sagt, ihr süßen Mäuse. Ich werde gleich mal ein bisschen was testen und schauen, was hier die Bin Bright und der Cherry-Reiniger kann. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr mir ein paar weitere Haushaltsfavoriten in die Kommentare schreiben könntet. Passt auf euch auf.